Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hatte, wurde er eines Morgens verhaftet. So beginnt einer der größten Romane der deutschen Literatur, Der Prozess von Franz Kafka. Und wie in einem Roman von Franz Kafka fühle ich mich im Moment. Ich bin zwar nicht verhaftet worden, aber die Polizei war bei einem engen Familienmitglied von mir, hat den ausgehorcht, ausgeforscht, wo ich sei und dergleichen. Und stellen Sie sich einmal vor, was das mit einer Familie macht, gerade auch mit älteren Menschen. Ich habe darauf reagiert, indem ich an die Polizei in Augsburg, wo das war, eine Presseanfrage geschrieben habe, habe denen gesagt, dass ich darüber schreiben möchte und ich bitte sie, mich doch aufzuklären, was man für Fragen habe. Und auf meiner Seite im Internet, da ist das Impressum, da ist meine Adresse, da ist meine E-Mail, kann man mich finden. Ja, selbst über Kommentare kann man mich finden und ich habe die Polizei gebeten, mich doch aufzuklären und wenn sie Fragen haben, die direkt an mich zu richten. Und bin ich gewohnt, aus meinen jungen journalistischen Jahren, dass Presseanfragen bei der Polizei in der Regel am gleichen Tag beantwortet werden. Es sind jetzt 6 Tage vergangen und keinerlei Reaktion, wie bei Franz Kafka. Jemand muss Josef K. verleumdet haben, denn er hat nichts Böses getan. Es ist für mich ein Rätsel, worum es geht, weil es einige Antworten gibt. Ich habe zum Beispiel gesprochen mit jemandem aus der Maßnahmenkritikerszene, der erzählte mir, dass er von der Polizei sogar vorübergehend festgenommen wurde, dass man ihn gefilzt hat, durchsucht hat. Und es ging darum, dass er einmal geschrieben hat, was er für eine Insider-Information aus der Polizei bekommen hat. Deswegen hat man dann einen Durchsuchungsbeschluss durchgesetzt und ihn als Zeugen festgesetzt. In einem anderen Fall wurde jemand am Flughafen einfach festgehalten. Und was mir dieser Bekannte, ich kann seinen Namen nicht nennen, viele von Ihnen kennen ihn, erzählt, sagt, dass so etwas sehr häufig sei. Und es ging ja einfach um Einschüchterung. Erinnern Sie sich an Pimmelgate? Jemand auf Twitter den Hamburger Innensenator einen Pimmel genannt. Daraufhin gab es eine Hausdurchsuchung bei der Lebensgefährtin mit 2 kleinen Kindern im Morgengrauen. Der vermeintliche Übeltäter war gar nicht da, wegen einer Beleidigung, eine Hausdurchsuchung. Das Gericht sagte später, dass das unrechtmäßig war, aber da kann man sich nichts mehr davon runterbeißen und die Traumatisierung der Kinder, die ist dadurch nicht rückgängig zu machen. Und ich könnte Ihnen jetzt viele solche Fälle erzählen. Bei Arne Schmidt, dem Pianisten, Prozess in Berlin, gleichzeitig die Polizei, 3 Beamte bei seinen hochbetagten Eltern in Nordrhein-Westfalen. Auch bei anderen, die ich kenne, ich kann es nicht erzählen, weil ich das privat habe. Polizei bei Eltern, Polizei bei Verwandten. Das ist offenbar gang und gäbe. Hausdurchsuchungen in Paul Brandenburg. Ich kann Ihnen jetzt ganz viel aufzählen. Ich hatte das Gleiche im letzten Jahr. Bei meinem Hausmeister, in meinem Mietshaus in Berlin war die Polizei, hat ihn ausgefragt nach mir. Bei dem Fernsehsender, wo ich eine Sendung hatte, kam die Polizei, auch die Kripo hat die befragt. An der Grenze wurde ich aufgehalten. Bei der Ausreise konnte ich nicht durch die Passkontrolle länger. Auch wieder schön für Kinder. Bei der Rückreise das Gleiche, ging es um, wo ich gemeldet bin, da war die Meldeadresse im Melderegister und 1 Jahr ist vorüber. Damals hieß es irgendetwas mit einer Verleumdung und bis heute, es kam dann irgendeine Sache mit dem WDR, mit einem Bericht von mir, der alles andere als eine Verleumdung war und dann hat mein Anwalt Akteneinsicht beantragt, ist nie mehr etwas gekommen, aber Polizei war da, Haus, Arbeit, an der Grenze, ja, das nannte man früher zur Setzung, es geht darum, Leute mürbe zu machen und ja, Zersetzung nennt man das. Man hofft darauf, dass die dann entweder radikal werden oder entweder den Mut verlieren oder aufgeben oder resignieren oder depressiv werden. Ich nenne das ganz klar
Psychoterror. Es geht darum, den Menschen zuzusetzen, ihnen Angst einzujagen. Und darum möchte ich das auch öffentlich machen, weil ich denke, das sind Methoden der Finsternis, finstere Methoden. Und dagegen hilft nur das Licht der Öffentlichkeit. Was mich besonders erschüttert, ist, dass offenbar auf unterer Ebene von den Beamten dann kritiklos mitgemacht wird. Reden wir immer von Vergangenheitsbewältigung, dass man etwas gelernt hat. Ja, da habe ich inzwischen meine großen Zweifel. Und ich kann auch verstehen, warum so wenig Menschen in Deutschland den Mund aufmachen, um so wenig Menschen in die Öffentlichkeit gehen mit ihrer Kritik. Und ich höre es ja von so vielen, sehr viele haben diese Kritik. Ja, sie haben Angst, weil man natürlich mit solchem Vorgehen gegen exponierte Personen wie mich ein Klima der Angst schafft. Und in den Kommentaren hieß es dann sofort, ja, wenn du Paranoia hast, geh doch zum Arzt. Ja, das passt genau da hinein. Auf der einen Seite instrumentalisiert man den Rechtsstaat, die Justiz für diese Methoden, für diesen Psychoterror, der insofern noch funktioniert, dass es dann vielleicht nach einem Jahr als rechtswidrig anerkannt wird, aber da hat man nichts davon, und umgekehrt dann einen Mob im Internet, der dann noch versucht zu diffamieren und auf die Nerven zu gehen. Es ist sehr durchschaubar. Es ist das, was Bärbel Bohley, die große DDR-Bürgerrechtlerin, vorhergesagt hat. Sie sagte, die Methoden der Stasi, die werden nicht eins zu eins wiederholt. Aber dieses Klima der Angst, dieses Bespitzeln, dieses Schikanieren von Gegnern, das wird in neuem Gewand sehr viel geschickter wiederkommen. Und unter Angela Merkel ist das so passiert. Schauen Sie sich die Antonio Amadeo Stiftung an mit einer früheren IM, Stasi-IM, Frau Kahane, die schon bei der Stasi gelernt hat, wie man mit dem Systemfeind umgeht und jetzt wieder steuerlich subventioniert. Ich brauche nicht die ganzen Beispiele bringen. Wir sehen, wie das Ganze funktioniert. Der Rufmord ist alltäglich geworden, das Ausgrenzen, das Diffamieren. Ich hatte ja eine Geschichte, die Hans-Seidel-Stiftung, wo die mich zum Aussätzigen erklärt hat, wo sie dann gelogen haben, das stimmt, würde nicht stimmen, wo ich aber die Briefwechsel hatte. Ganz viele Beispiele. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Ich habe ja schon, wie viele Bankkonten wurden mir vorher gekündigt? 3, auch der 8-jährigen Tochter, die das große Unglück hat, dass sie den gleichen Nachnamen trägt wie ich. Eine andere Verwandte mit anderem Nachnamen wurde nicht gekündigt. Das hat man offenbar nicht gemerkt. Erklären Sie das mal einer 8-Jährigen, dass sie den falschen Nachnamen hat. Und vor einem Jahr war es schon schwierig, eine neue Bank zu finden. Dann habe ich das Bankhaus Bauer gefunden. Die waren damals mutig. Leider braucht man dazu offenbar schon Mut, um kritischen Journalisten ein Konto zu geben. Und jetzt hat mir das Bankhaus Bauer gekündigt, zeitgleich mit PayPal. Ganz merkwürdig, ja? PayPal kündigt und gleichzeitig das Bankhaus Bauer. Ich konnte es nur nicht so schnell öffentlich machen, weil die Folgen eben schwer gewesen wären. Ich musste ja auch nach Ersatz suchen, und man kommt eigentlich kaum noch zum Schreiben, man kommt eigentlich kaum noch zum Arbeiten, weil man im Wesentlichen mit solchen Dingen dann beschäftigt ist. Und nach meinen, wie soll ich es jetzt dezent ausdrücken, nach dem, was ich weiß, ist eine politische Entscheidung. Ich weiß nicht, ob es Druck war auf das Bankhaus Bauer oder ob es vorauseilender Gehorsam ist, also nach dem Motto, man will mit dem nichts zu tun haben. Ich war dann noch in Verhandlungen mit denen, die hatten vorher schon gefordert, dass ich beziehungsweise dezent darauf hingewiesen, es wäre doch nicht schlecht, den Namen der Bank von der Seite zu nehmen, habe ich dann gemacht. Und dann war auch dezent, dass es nicht schlecht wäre, den Bankcode runterzunehmen, habe ich auch gemacht. Jetzt habe ich gesagt, okay, ich nehme das Konto ganz runter, keinerlei Hinweis mehr auf das Bankhaus Bauer, nicht mal mehr das Konto, aber dass die Daueraufträge weiterlaufen. Dass die Leute, oft ältere Leser, die das in ihren Überweisungsvorlagen haben, dass die weiter überweisen können. Nein, das geht auch nicht. Also wie ein aussätziger Reitschuster darf man nicht anfassen, gar nichts. Ja, wo leben wir? Wo sind wir? Wenn Sie Solidarität zeigen wollen, schreiben Sie ans Bankhaus Bauer Vorstand, Herrn Hettergott, info@bankhaus-bauer.de. Unten verlinke ich das nochmal. Wäre wichtig. Und ja, Sie wollen einen einschüchtern, Sie wollen einen zum Aufgeben bewegen, Sie wollen einen mundtot machen. Warum haben Sie solche Angst? Warum setzen Sie sie nicht hin? Warum sagen Sie nicht, Herr Reitschuster,
Kommen Sie in die Talkshow, kommen Sie zum Gespräch, kommen Sie in die Hans-Seidel-Stiftung, dann beweisen wir, wie Unrecht Sie haben, was Sie für ein böser, böser Schwurbler sind, dass Sie keine Argumente haben. Wenn Sie überzeugt sind, dass Sie recht haben, dann müssen Sie sich doch freuen, wenn Sie mich widerlegen können, genauso wie mit der Bundespressekonferenz. Ich habe jetzt übrigens, die Ekaterina Gwehl hat ein wunderbares Qualitätssiegel gemacht. Ich blende das jetzt mal ein. Ich fasse es als Qualitätssiegel auf, dass ich ausgeschlossen wurde aus der Bundespressekonferenz. Und wenn die da klagten, der Reitschuster nutzt die für Fehlinformation. Ja, du liebe Zeit. Ja, dann ist das doch eure Chance. Da sitzen die Regierungssprecher. Ja, dann beweist das doch. Ja, dann zeigt das doch. Dann habt ihr doch die Chance, diesem bösen Verbreiter von Fehlinformationen hier offenzulegen. Nein, sie haben Angst, weil sie offenbar wissen, dass etwas nicht stimmt. Sonst, warum hätten sie sonst diese Angst? Ja, eine Kommentatorin hat mir heute geschrieben, Reitschuster in der PPK, das waren Austern in der Pommesbude. Ich bin keine Auster, um Gottes Willen, aber ich habe da wirklich nicht reingepasst, das muss man ganz klar sagen. Das sieht man ja auch jetzt wieder schön, wie in der Schule, wie Schüler die fragen beim Lehrer, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Das ist Hofberichterstattung und offenbar der große Traum von vielen da, selber mal Regierungssprecher zu werden. Ist jetzt beim NDR auf öffentlich geworden, dass der Redaktionsleiter Regierungssprecher werden wollte. So tickt der Journalismus heute. Hauptsache Beamtenstelle und ein bisschen Macht. Ja, die Interne aus der Bundespressekonferenz, diese Enthüllungen, die kommen versprochen. Aber jetzt zurück zu der Situation. Ich weiß, das funktioniert nicht. Ich kenne meine Leser. Ich weiß, die lassen mich nicht fallen. Ich weiß, die stehen hinter mir und ich bedanke mich im Voraus für moralische Unterstützung, wenn Sie mir schreiben, wenn Sie für mich beten, wenn Sie ganz wertvoll eine Patenschaft übernehmen, weil das schafft Planbarkeit oder einfach unterstützen, sagen, jetzt zeigen wir es denen, eine Geste unten finden Sie. Die jetzt noch funktionierenden Bankverbindungen, da kann nur beten, ja, man muss, ja, es ist, man weiß nicht, was der Morgen bringt, es sind völlig verrückte Zeiten. Und nochmal, ich hüte mich, das mit der DDR gleichzusetzen, aber ich komme nicht umhin zu sagen, dass es Parallelen gibt. Wenn man jetzt freundlich ist, könnte man sagen, das erinnert an die McCarthy-Ära in der USA, wo man Andersdenkende, völlig ausgrenzte, entmenschlichte. Andererseits, wenn man sich das anschaut, mit den Hausdurchsuchungen, mit ja, auch Leute, die in Haft sind, wobei, ja, ja, das Schlimme ist, dass sozusagen immer etwas hängen bleibt. Und da muss ich sagen, da sind dann schon auch Parallelen da mit den autoritären Regimen. Und die Deutschen, denen hat offenbar die Vergangenheitsbewältigung ein böses Spiel gespielt, weil sie immer denken, autoritär, das ist dann Drittes Reich und das ist ein verrückter Führer und das sind Konzentrationslager. Nein, die anderen autoritären Regime, wir reden nicht über den Totalitarismus, wir reden über autoritäre, die fangen oft sehr weich an, es geht langsam. Da ist auch im Alltag, wenn man sich nicht aus dem Fenster lehnt, hat man in solchen weichen, modernen, autoritären Systemen eigentlich relativ wenig zu fürchten. Und deshalb ist es so wichtig, wehret den Anfängen und machen Sie die Leute, die immer noch sich das nicht vorstellen können, machen Sie die darauf aufmerksam, erzählen Sie das, geben Sie das weiter. Wer nur in einer ARD, ZDF oder Süddeutsche Zeitung Realität lebt, der kann sich das nicht vorstellen. Und auch die Kollegen, die alle stramm auf Linie sind, gebührenfinanziert oder indirekt steuerfinanziert mit Werbung in den Blättern, die können sich das natürlich nicht vorstellen. Und das ist auch bezeichnend. Also wenn, nehmen wir an, wir hätten eine 180-Grad-Wende, das Gleiche unter umgekehrten Vorzeichen und der Thilo Jung, dem würde das passieren, was mir jetzt passiert. Ich bin von meiner ganzen Geisteshaltung her dem Thilo Jung extrem fern, steht eigentlich für das, was ich politisch überhaupt nicht mag, aber ich wäre der Erste, der ihm schreiben würde und der sich auch öffentlich hinstellen würde und sagen würde, ich habe eine ganz andere Meinung, aber lass die Finger von dem, lass den normal arbeiten und schreiben. Und dass das nicht passiert, kein einziger Journalist aus den großen Medien, dann aus den Alternativen auch nicht zu viele, okay, aber gibt es welche, kein einziger, der sich öffentlich hinstellt, noch mehr, kein einziger, der das zumindest privat machen würde, das ist ein Armutszeugnis. Das sind die gleichen Leute, die dann immer sagen, wir haben aus der Geschichte gelernt.
Ja, bitter, bitter, bitter. Aber ich verlasse mich auf euch, auf sie. Ich freue mich, wenn ihr mir den Rücken stärkt. Wer wenig hat, bitte nur moralisch den Rücken stärken. Wem es nicht wehtut, bei dem freue ich mich auch, wenn er es nicht nur moralisch macht. Unten, wie gesagt, solange es noch geht. Die aktuellen Bankverbindungen, PayPal geht ja auch nicht mehr. Und weil noch die Frage kam, dieses Bankkonto, das ist ein Gerücht oder Falschinformation, dass Banken ein Konto von heute auf morgen sperren könnten. Das geht nur, wenn der Gerichtsvollzieher da ist. Dann ist es was anderes. Aber das kann nur PayPal, weil das keine Bank ist und die machen solche Methoden. Bei einer Bank hat man eine Kündigungsfrist und bis Dezember läuft dieses alte Konto noch weiter. Also keine Sorgen machen, dass frühere Unterstützung nicht angekommen sein könnte. Ja, ich denke, je finsterer es im Tunnel wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Licht kommt. Und dazu habe ich was in meinem aktuellen Wochenbriefing geschrieben über Friedrich Merz und über Visionen, dass er bald Kanzler werden könnte, weil das mit Sicherheit auch, das ist nicht schwarz-weiß, der hat viele Schattenseiten, aber vielleicht mancher Irrsinn, den wir jetzt erleben, manche Übertreibung, vielleicht ginge die zurück. Ich verlinke das Wochenbriefing auch unten und könnt es auch abonnieren, ist kostenlos, unverbindlich, kriegt man jederzeit wieder los, wenn es einem nicht gefällt. Und ja, ihr seht, ich bin trotzdem ein fröhlicher Mensch und ich lasse mich nicht unterkriegen und ich nehme es mit Humor. Und ich glaube, das ärgert die Ideologen am meisten, weil ich glaube, dass ihre Gegner, dass die auch noch Lebensfreude haben und Humor, das können Leute wie Restle und Co., denen man ja oft eine gewisse Verbitterung, ich sage es jetzt diplomatisch, schon ansieht, das können die gar nicht ab. Aber nein, die Lebensfreude, mein Humor und meinen Optimismus lasse ich mir nicht nehmen. Und ich verspreche euch allen, euch Ideologen, euch, die ihr jetzt solche Methoden anwendet, wenn sich die Zeiten drehen, wenn die sich wenden, ich bin der Erste, der euch verteidigt für eure Meinungsfreiheit. Aber nicht die, die jetzt gegen Gesetze verstoßen haben, die sollen juristisch zur Rechenschaft gezogen werden. Aber Meinungsfreiheit, da werde ich die auch verteidigen bei denen, die eine ganz andere Meinung haben. Ja, alles Gute. Vielen, vielen Dank nochmal. Tolle Zuschauer, tolle Leser. Ich bin stolz auch auf euch. Und zusammen werden wir das überstehen. Da bin ich mir sicher. Alles Gute. Danke. Und die Seite geht weiter. Ich lasse mich nicht mundtot machen. Danke. Ciao. Und so. Hi, Schuster.